Miau, willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid ganz toll hier reingerutscht und jetzt gesund und munter wieder mit dabei. Ja, hiermit erstmal Dankeschön an den lieben Moodybert. Der hat mir nämlich den Season Pass für Rise of the Tomb Raider geholt. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles, was man zu Rise of the Tomb Raider noch so haben kann. Zum Beispiel auch Baba Yaga, der Tempel der Hexe für Rise of the Tomb Raider. Einsatzziele werden mit rosa Markierung auf ihre Karte dargestellt. In der Sowjetanlage wartet eine neue Mission auf sie. Die Mysterien des gottlosen Tals locken. Jau, okay. Das machen wir aber jetzt natürlich nicht. Denn wir wollen dem Pfad der Unsterblichen folgen. Deswegen sind wir letztes Jahr noch vor Weihnachten hier hingekommen. Hattet ihr denn ein schönes Fest? Ich hoffe sehr. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja. Sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Ja, nochmal kleine Erinnerung. Das haben wir ja schon im letzten Part gehört. Ist jetzt aber schon ein Weilchen her. Hattet ihr ein schönes Fest? Habt ihr schön Weihnachten gefeiert? Hattet ihr eine tolle Silvesternacht? Habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Schreibt sie mir doch bitte. Ich habe tatsächlich nicht so wirklich Vorsätze. Mein Sportprogramm weitermachen. Gucken, ob ich es schaffe, jetzt tatsächlich ein Jahr ganz ohne Alkohol für die Yogalehrerausbildung. Ich meine, was ist da eigentlich nicht zu schaffen? Ja, Alkohol ist ja wirklich nicht gut für einen. Gucken wir mal. Nee, sonst vielleicht ein bisschen mehr Zeit fürs Zocken und ein bisschen weniger Netflix suchten. Das wäre ganz schön. Jo, hören wir uns hier erstmal jetzt diese neue Aufzeichnung an. Und ja, dann habe ich euch noch ein bisschen zu erzählen. Hallo? Ja. Ich dachte, ich wäre tot. Die Kälte nagte an mir. Ich wurde schwach. Selbst als ich die Leute des Propheten auf dem Kamm eines seltsamen grünen Tales lagern sah. Schritt für Schritt, mit gezogenem Schwert, trottete ich weiter. Ich wollte angreifen, einen Kampfschrei ausstoßen, als ich bewusstlos wurde und in den Armen der Ketzer zusammenbrach. Sie wissen, wer ich bin. Sie haben Trinity erwartet. Sie haben nicht viel, aber sie ernährten und wärmten mich, bis ich wieder gehen konnte. Der Prophet sagte, ich könne jederzeit gehen, aber sie nahmen mir meine Klingen. Selbst bewaffnet könnte ich diesen Mann kaum töten. Ich habe den Orden enttäuscht. Ich habe mich selbst enttäuscht. Aber ich lebe. Da seht ihr mal, was für einen Eindruck Jacob so macht. Ja, ich habe was ganz Tolles geschafft. Also es ist jetzt noch vor Weihnachten. Und ich habe es tatsächlich vollbracht. Bei meiner letzten Joggingrunde, wohl leider jetzt für dieses Jahr, richtig fies über so einen fetten Stein zu fallen. Der war so versteckt auf dem Waldboden. Na, ich laufe ja immer im Wald und da ist der Boden ja öfter mal uneben, macht ja nichts, aber das war so ein fetter Stein, auf den ich draufgetreten bin und dann umgeknickt bin. Und natürlich lag der Stein links von mir, also wieder mit dem Knöchel, den ich mir 2011 mal gebrochen hatte, der auch operiert werden musste. Alter, es tat so weh. Mich nach Hause gehumpelt. Erstmal dann den nächsten Tag arbeiten müssen, weil keiner einspringen konnte und wir eine riesen Veranstaltung hatten, also den ganzen Tag drauf rumgestanden auf dem Bein. Aber ich hatte wohl noch Glück im Unglück. Ich war dienstags bei meinem Orthopäden und anscheinend habe ich mir nur in Anführungsstrichen die Sehne gezerrt. Ich meine, tut auch gut genug weh, wird auch lang genug dauern. Aber boah, ey, zum Glück nicht wieder gebrochen oder so. Das hätte jetzt noch gefehlt. Die Zwangslaufpause ist auch so schon lang genug. Das ist echt schön hier. Lara friert bestimmt. Ich hätte gerne mal wieder ein Lager, denn vielleicht haben wir jetzt ja auch schicke neue Outfits bekommen. Ich gehe fast davon aus. Das ist immer ein schöner Kontrast mit dem gelben Licht. Warum, Hobby?
Oh, das ist sehr ähnlich wie die Samurai, wie die Oni-Szene im 2013er. Die sind aber gruselig. Ich mag das nicht machen. Achtung! Oh. Was machen wir hier eigentlich wieder für Sachen? Lara, du spinnst. Ach, wenn Jonah wüsste. Er würde sagen, Vögelchen, was machst du für einen Scheiß, ey? Nee, ich habe Angst vor denen. Die sehen groß und böse aus und sagen Sachen, die ich nicht verstehe. Lara, es ist keine gute Idee. Mann, wir sind so stark. Wow, was ist das denn? Hallo, ich hänge mich an deine Lippe nicht. Warum nicht? Warum hat es nicht geklappt? Ich habe jetzt am Ende Panik ja noch eh gedrückt, aber es hat auch vorher schon nicht geklappt. Ja, wieder ein Tod. Kann der liebe Francine gerne zu seiner Strichliste hinzufügen. Ja. Halt dieses Jahr spannende Sachen für euch bereit, die ihr schon wisst. Habt ihr Großes vor? Macht ihr eventuell euer Abi? Macht ihr euren Uni-Abschluss? Fangt ihr eine Ausbildung an? Kriegt ihr ein Kind? Heiratet ihr? Wer weiß? Erzählt davon. Teilt eure Pläne mit uns. Warum springt sie denn da so schräg? Es ist nicht so, als hätte ich gerade die Riesenmöglichkeiten, sie anders zu justieren. Sie steht halt so. Oh, das klang jetzt ein bisschen böser als sonst. Vielleicht dürfen wir das auch nur dreimal machen. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich, je öfter man stirbt. Ich glaube nicht, dass diese Schuhe auf diesem Eis hier halten würden. Aber so viel Realismus möchten wir auch gar nicht im Spiel bekommen. So, Lara, wie machen wir es jetzt? Schaffst du? Bitte. Ach ja, aber auch knapp. Ja, ein Lager. Vielleicht hat auch sie uns neue Sachen zum Jahresbeginn zu erzählen. Ja, dann nicht. Oh, keine neue Ausrüstung. Unsere Outfits. So, wir können machen maßgefertigter Griff. Der optimierte Griff erlaubt einen komfortableren Halt und eine bessere Rückstoßkompensation. Ja, nehme ich. Was ist das? Pionier. Outfit-Bonus, erhöhter Nahkampfschaden. Traditionelle Forscherjacke, orangefarbener Schein, eine alte Spitzhacke. Sieht ein bisschen gruselig aus mit der Maske und so. Weiß nicht, ob ich das mag. Heldenhafter Forscher. Nostalgische Lederjacke, hohe Schnürstiefel, ein leuchtend roter Schal. Sieht ein bisschen aus wie Chip und Chap. So, die hatten wir schon. Ja, das lasse ich an. Das finde ich schön. Cool. Schick Stiefel. Nicht praktisch, aber schick. So.
Ich bin ja sehr gespannt, wie sich mein PC dieses Jahr bei den Aufnahmen so anstellt. Boah, das ist mir gut geht. Mein Papa hat sich einen neuen PC gekauft, weil er Espresso über seine Tastatur geschüttet hat. Ist auch eine gute Maßnahme statt nur einer neuen Tastatur. Ich verstehe das. Vielleicht sind das auch Dothraki. Ich mag den nicht. Ich hinterlasse diese Notizen für jeden, der mir vielleicht nachfolgt. Ich bin schwerer verwundet, als ich dachte. Das wird nicht heilen. Heute Nacht versuche ich ein letztes Mal, diesem eisigen Grab zu entfliehen. Doch ich zweifle an meinen Kräften. Die göttliche Quelle ist hier, auf der Spitze des höchsten Turms. Aber sie ist für mich unerreichbar. Mit der Quelle sind die Unsterblichen des Propheten nicht aufzuhalten. Eine Armee von Geistern und Teufeln, die niemals stirbt. Eine Verhöhnung von Gottes Schöpfung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie überwinden jede Armee, die sich ihnen entgegenstellt. Sie lernen mit jedem Tod, jeder Wiedergeburt. Sie passen sich an. Sollte Trinity sie eines Tages bekommen, fürchte ich, dass wir nicht besser sein werden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie für immer verschwunden bliebe. Tja, das hat er wohl nicht geschafft. Wir plumpsen ihn bestimmt gleich einfach auf den Schoß, ey. Da habe ich ja gar keine Lust. In die verborgene Stadt. Ach ja, gib uns nochmal Ausrüstung vor dem Lager. Spricht sicher dafür, dass wir sie brauchen. Leute, ich hab ein bisschen Angst. Es war lange nicht mehr ernst in dem Spiel, aber ich glaube, es läuft jetzt darauf hinaus. Ich kann das gar nicht mehr. Ich kann nur noch Casual Games auf meinem Tablet spielen. Ja, nichts. Danke. Danke, schön. Aber der, es ist sehr hübsch gemacht, finde ich. Also ich finde es wunderschön. Oh, da ist sogar... Nee, ist kein Schiff. Oh. Na dann. Mist! Oi, Frosch! Ja, hat man auch nicht gesehen, die Hand. 1A getarnt. Ach nee, ich mag nicht. Na, oh! Knapp. Gerade noch gerettet. Jesus Christ! Ja, nee, das hat mich jetzt doch überrascht. Da brauche ich eine andere Waffe. Ach du Scheiße. Ahaha, ich kann mich nicht mal verstehen. Was ist das? Was ist das? Renn ins Feuer, komm. Oder nicht. Nee, weg, weg, weg. Zu nah. Ah!
Die sind schnell, ey. Ach du Scheiße. Wo ist er denn? Wo? Aber die geben uns coole Sachen. Wo ist denn jetzt der Letzte? Wir hoffen nur, dass es der Letzte ist. Ah! Fast, ne? Ja, komm. Okay, steck weg. Ist ein gutes Mädchen. das hat mich jetzt ganz schön überrumpelt. Meine Herren. Ich kann natürlich nichts mehr herstellen. Oh, Leute. Okay. Ja, so schnell geht das. Ich sag doch, wir rutschen den gleich einfach auf den Schoß. Und genau so war's. Die Musik gibt mir allerdings keine Verschnaufpause. Können wir da hoch? Nein, okay. Nee, komm mal näher. Ich möchte gern mit der Shotgun arbeiten. Aber ihr nicht. Doch. Ihr auch. Aber den anderen Kollegen kriege ich da bestimmt nicht runter. Na, kommen noch mehr? Nö. Gib. Auch Mann, die hinterlassen mir so coole Sachen und ich kann es nicht mitnehmen. Napalm. Ja. Napalm tut weh. Gib mir. Ja, Heilung kann ich ganz gut gebrauchen. Da haben wir gut was verballert am Anfang. Ich glaube, der Abschnitt geht noch eine Weile. Oh. Akine, Schrott aus der Dienst! Okay, kein Schuss. Das wird nix. Warum schießt sie nicht? Sie schießt gerade überhaupt nicht. Okay.
Okay. Ja, krass, coole Gegner. An sich auch nicht so schwer. Man muss sich nur erstmal auf sie einstellen können, finde ich. Krass, okay. Jetzt ist es also doch ein bisschen übernatürlich geworden hier. Ich finde, dass hier quasi die Kampfarenen so ein bisschen schlecht zu überblicken sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, man hat immer nicht so im Blick, wo man ausweichen kann. Weil sieht man, das hier ist ja eigentlich ziemlich geil gemacht. Ja, wir können hier überall hin, um denen auszuweichen, aber irgendwie sieht man das vor lauter immer gar nicht. Okay, das war ein gewaltiger erster Part für das neue Jahr. Wir munitionieren uns erstmal wieder auf. Und ja. Damit ist dann auch erstmal gut für heute, glaube ich. Dann schauen wir doch mal, was sich morgen hinter diesem Tor verbirgt. Und ich würde so gerne die schicken... Ah, jetzt kann ich noch was nehmen. Also zwei Pfeile. Aber da waren auch geile Sachen dabei. Fälle und so, ne? Habt ihr gesehen? Sehr nice. Okay, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Zu diesem ersten Part im neuen Jahr. Erzählt mir ein bisschen, wie geht's euch? Was macht ihr? Wie waren eure Feiertage? Ja, und seid morgen wieder mit dabei. Ich habe ein bisschen Angst. Aber es ist auch cool. Macht's gut, bis dann.